Hallo und willkommen zu einem neuen Review. Dieses Mal geht es um ein Spielgerät. Naja, nicht wirklich. Also es geht um einen Synthesizer, wie ihr hier im Bild sehen könnt, mit Hebeln, Knöpfen, Sequencer ist drin und so weiter. Was ihr hier seht, Connectivity, man kann tatsächlich hier MIDI-In-Out, Sync-In-Out benutzen. Also doch kein Spielzeug, aber sehen wir uns das mal genauer an. Was ist also der Dato Synthesizer? Wie ihr hier sehen könnt, ihr habt oben sogar noch zwei Pads für Kick und Hi-Hat und Snare. Und in erster Linie, wie gesagt, macht das Ding sehr, sehr viel Spaß und vor allen Dingen auch den Kids. Es ist ein 12-Bit monophoner Synthesizer. Monophon heißt in dem Fall, ihr könnt nur eine Note bzw. eine Voice oder eine Stimme gleichzeitig spielen. Ihr könnt also keine Akkorde spielen. Er hat zwei Oszillatoren, Sägezahn und Puls. Man kann die Pulsbreite variieren. Es gibt einen zweipoligen Low-Pass mit Resonanz. Wie gesagt, die zwei Drumpads. Wir haben Delay, Bitcrusher, diesen 8-Step-Sequencer, den ihr dann abspielen könnt. Das zeige ich alles gleich. Es ist besser, wenn man das im Video zeigt. Man kann zwei Oktaven eben benutzen an dem Ding. Die kann man über die roten Pfeile hoch oder runter pitchen. Wie gesagt, Tempo-Pitch, die Notenlänge, Boost und Random ist möglich. Das Ding hat einen Lautsprecher eingebaut. Das heißt, der ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich habe das nachher in Line-In aufgenommen. Dann könnte ich da genaueres Klangbild dann davon machen. Wir haben einen Kopfhörerausgang, welcher auch als eben Line-Out funktioniert. MIDI-In-Out hatte ich schon gesagt und Sync-In-Out. Ja, hier seht ihr jetzt die Kids damit spielen. Also er ist so gedacht, dass einer die Sequencer-Keyboard-Einheit bedienen kann und der andere bedient eben dann die Regler. Da kann man die Waveform einstellen, man kann das Cut-Off, die Cut-Off-Frequency regeln mit dem mittleren und man kann die Release-Zeit eben anpassen, Bits crushen, Delays reinmachen, man kann die Pads benutzen. Jetzt kommt sicherlich die Frage, Spielzeug, ja, nein, wie kann man das eingruppieren? Also die Qualität des Geräts ist Wahnsinn. Also dieses, ich nehme an, es ist Multiplex-Holz, Birke Multiplex oder sowas, Metall oben, das ist wirklich, das ist super gemacht. Ne? Also das, auch für Kinderhände, denke ich, dürfte das kein großartiges Problem sein. Vielleicht sind die Regler ein bisschen filigran ausgelegt, seitlich, mit seitlicher Kraftausübung, dass da vielleicht mal was bricht oder so. Aber ich habe es mal aufgemacht und es sieht gut aus. Also ich denke, da reparaturmäßig mit Ersatzteilen sollte das auch kein großes Problem darstellen. Der Preis ist ja jetzt sicherlich nicht gerade im unteren Segment angeordnet. Im folgenden Video zeige ich euch nun mal die ganzen Funktionen. Ich blende sie als Text ein, welcher Regler was denn auslöst. Ihr seht in diesem Video jetzt die Seite des Mixers, des Effektgeräts im Prinzip, wo ihr die Knöpfe halt habt und die Drumpads. Die andere Seite ist eben das Keyboard und der Sequencer. Aber hört mal rein, wie das Teil klingt. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es um die Synchronisierung mit dem Drumcomputer geht. Viel Spaß!
So, jetzt kommen wir zur MIDI-Konnektivität. Also ihr geht hier mit dem MIDI rein für das andere Gerät, für den Drumcomputer in dem Fall. Sync habt ihr das blaue Kabel gesehen. Hier dann eben MIDI in, MIDI out. Müsst ihr dann eben gucken. Sync in, Sync out. Wer soll wen synchronisieren? Und ja, dann kann man das Gerät einschalten und wir können hier sofort loslegen. Viel Spaß beim Zuhören. Yeah.
So, jetzt habt ihr gesehen, schon vorweggenommen, wie das hier mit dem Drumcomputer aussieht. Ja, für alle die, die jetzt wirklich nur der Dato interessiert, die können jetzt ausschalten. Aber ich habe versucht, mit dem Rhythmusgerät oder mit dem Drumcomputer noch ein bisschen eine Melodie zu bauen. Nochmal darauf hingewiesen, ich bin kein Musiker, ich mache das nicht als Hobby. Das war tatsächlich ein Gerät, das ich mir jetzt hier angeschafft habe. Ich habe auch nicht groß die Anleitung gelesen. Dafür lässt es sich echt noch gut bedienen, wenn man mal das eine oder andere mit einem Sequencer gearbeitet hat. Also jetzt nicht zu kritisch sein, was die Sounds hier jetzt angeht oder mein Rhythmusgefühl oder was auch immer. Ich wollte es nur mal kurz zeigen. Man kann mit relativ wenig Investitionen und Geschick auch hier relativ witzige Sachen machen, auch mit den Kids zusammen. Und so ein Gerät bekommt man gebraucht, tatsächlich unter 100 € zu erstehen und kann wirklich zusätzlich zu dem Dato sind eine Bereicherung sein. Es muss jetzt nicht dieser sein, wie auf diesem Bild hier. Es kann auch was anderes sein. Es gibt auch noch so Pocket-Computer oder Pocket-Synthesizer, wo noch dazu kommen oder Baseline-Geräte, die es da auch in der Vielzahl gibt, die den Dato Uno Synth begleiten können. Also, schaut es euch an und schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Dato Uno Synth, was ihr denkt. Und das war's schon gewesen. Ich bedanke mich für eure Zeit und wünsche euch noch viel Spaß hier beim Zuhören. Eine schöne Woche und bis zum nächsten Review. Macht's gut. Ciao, ciao.